Wir sind gut ausgebucht in diesem Jahr, sind sehr, sehr erfreut. Wir haben über 350 registrierte Teilnehmer. Die Themen sind ganz bewusst auf die Art und Weise so gewählt, dass ich versuche, gemeinsam mit Ihnen einen gewissen Spannungsbogen abzudecken zu Themenstellungen, die wir später im Rahmen des Programms vertiefen. Wir haben eine ganze Menge regulatorische Auswirkungen. Und wo zeigen sich diese regulatorischen Auswirkungen ganz konkret im Rahmen Ihrer Arbeit, im Rahmen des Finanz- und Rechnungswesens? Auswirkungen der Digitalisierung, der Nutzung von RPA, der Nutzung von Applikationen, sowohl im Erstellungsprozess, aber natürlich auch im Prüfungsprozess des Finanz- und Rechnungswesens, sowohl was die einzelnen Konten angeht, aber natürlich darüber hinaus vor allen Dingen auch, was das interne Kontrollsystem und die jeweiligen Zusammenhänge angeht. Cyber Security ist für uns alle, egal in welcher Branche und in welcher Industrie tätig, natürlich ein ganz virulentes Thema. Ich weiß nicht genau, wie lange wir den kleinen Bubble Brexit noch auf einem solchen Slide haben werden. Herr Johnson gibt uns da ja nun auch durchaus, will nicht sagen täglich, aber doch relativ intensiv Neuerungen. Der Standard, der uns in diesem Jahr gemeinsam intensiv beschäftigt und vor allen Dingen im letzten Jahr sehr, sehr deutlich beschäftigt hat, ist der neue Leasingstandard. Sue Lloyd wird intensiv nachher über die aktuellen Projekte des Boards berichten. Die gute Nachricht ist, es sind langfristige Projekte, aber es sind auch Projekte, die sehr intensiv in die Bilanzierung eingreifen und auch sehr emotional besetzt sind. Und dann kommen wir in den Bereich der Interpretationen der sogenannten Agenda Decisions des IFRS Interpretations Committee. Und dann gibt es den großen Bereich EU und auch Corporate Governance mit deutlichen Änderungen. Und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf zwei sehr, sehr spannende Tage mit extrem interessanten Themen, hochkarätigen Referenten und freue mich auf eine intensive Interaktion mit Ihnen und eine Möglichkeit zu einem Networking.